Deutschland ist aus der WM raus. Aber daraus können wir für uns, unser persönliches Leben, definitiv einige Dinge lernen. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo. Und heute will ich mal ein Video zur WM machen. Weil, klar, Deutschland ist raus, komplette Katastrophe. Und darum soll es nicht darum gehen, wer hat welche Taktik falsch gemacht und so weiter, sondern es soll um drei Dinge gehen, die wir selbst aus diesem Erlebnis, aus dieser Erfahrung, aus diesem Event für unser persönliches Leben ziehen können. Weil ich sage immer, Tipps sind sehr, 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 sehr wichtig und schön und gut, aber wir Menschen lernen vor allem dann noch darüber, über Emotionen. Und das Aus für Deutschland ist sicherlich für viele von euch auch eine gewissermaßen emotionale Angelegenheiten. Auch Leute, die mit Fußball gar nichts am Hut haben, können sich trotzdem, glaube ich, sehr, sehr gut in die Spiele gerade reinversetzen. Und wenn wir diese Emotion mit verschiedenen Erkenntnissen, die wir daraus ziehen können, verknüpfen, dann wird sich das Ganze viel stärker in unserem Kopf abspeichern und es quasi fast so sein, als hätten wir es selbst erlebt. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass wir solche aktuellen Ereignisse dann auch nutzen, um selbst daraus zu lernen und uns so für unser Leben weiterzuentwickeln. Erste wichtige Erkenntnis: Erfolg ist niemals selbstverständlich. Niemals. Das ist ja, denke ich, eine der Sachen, die der Nationalmannschaft am stärksten vorgeworfen wird. Und zwar, dass einfach irgendwie dieser Wille gefehlt hat, dass der Hunger gefehlt hat. Und ich habe die Spiele noch nicht mal wirklich alle gesehen, kann es mir aber trotzdem sehr, 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 sehr gut vorstellen. Und es zeigt einfach, dass man das niemals, nichts im Leben auf die leichte Schulter nehmen sollte. Start gegen Mexiko. Jeder war sich sicher, dass wir das Ding gewinnen werden. Haben wir nicht. Dann war klar, okay, jetzt haben sie gegen Mexiko verloren, jetzt müssen sie aber wirklich mal Gas geben. Das Schwedenspiel hat auch nicht überzeugt. Wenn da nicht das mega späte Tor gefallen wäre in der 96. Minute von Groß, es wäre komplett Katastrophe gewesen. Deswegen kann man da auch nicht sagen, dass dann irgendwie, okay, jetzt waren sie aber wirklich da. Und dann gegen Südkorea 2-0 zu verlieren, auch wenn man über weite Strecken dominiert hat, es ist einfach nicht genug. Es ist einfach nicht genug. Und das Lustige ist ja dann, dass wir sogar nach Mexiko und Schweden, obwohl man auch bei Schweden gemerkt hat, okay, es ist jetzt nicht so die richtig krasse Veränderung gekommen, war man sich trotzdem wieder sicher, obwohl es schon über Monate hinweg echt nicht so gut lief, wie man es von einem Weltmeister erwarten könnte, waren sich eigentlich trotzdem doch alle wieder sicher, dass man gegen Südkorea gewinnen würde. Und genau das ist der Feind. The greatest enemy of great is good. Das bedeutet, in dem Moment, wo du gut bist, ist das deine größte Hürde, um großartig zu werden. Das bedeutet, großartig. Das bedeutet, egal was ist, wenn du jetzt gerade ein sehr gutes Abitur geschrieben hast, dann kann dieser Erfolg deine größte Hürde sein, den nächsten entscheidenden Schritt im Leben zu gehen. Weil du denkst, boah, ich habe jetzt schon voll viel erreicht, weil du immer auf dieses Abitur zugehalten bist und jetzt hast du es, denkst du, oh, jetzt hast du es. Du hast es gar nicht. Es fängt jetzt gerade erst an. Und das Gleiche gilt für auch für diejenigen, die jetzt noch gerade in der Oberstufe sind oder nächstes Jahr in die Oberstufe kommen. Vielleicht hast du dich in der letzten Zeit von den Noten verbessert oder du bist gerade warst schon immer so ein guter Zweierschüler. Dein eigener Erfolg ist die größte Verhinderungsmöglichkeit von deinem noch größeren Erfolg. Das bedeutet, in dem Moment, wo du sagst, ich bin ja schon ganz gut, hast du nicht so einen krassen Drive danach, dich noch sonderlich zu verbessern. Jemand, der extrem schlecht ist und vielleicht Angst davor, dass er das Abitur gar nicht schafft, der denkt sich, okay, fuck, jetzt muss ich mich echt mal hinklemmen und wird dann vielleicht sogar noch viel besser sein als du. Und deswegen ist es sehr entscheidend, dass wir uns immer bewusst sind, Erfolg ist niemals selbstverständlich und das bedeutet auch, nur weil du jetzt schon ein bisschen Erfolg hast, solltest du immer trotzdem schauen, nochmal auf die nächste Stufe zu kommen und dich nicht davon, ja, so komfortabel zu werden, weil es ja gerade schon ganz gut läuft. Das leitet auch sehr, sehr gut schon zur zweiten Erkenntnis über, und zwar, du wächst oder du verdirbst. Das ist sehr krass ausgedrückt, ich weiß. Aber man denkt ja, dass in dem Moment, wo Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden, und dann hat man ja trotzdem so eine Assoziation mit der deutschen Nationalmannschaft, dass sie einfach extrem gut sind. Und wir Menschen haben immer so eine Vorstellung, dass Dinge im Leben statisch sind. Bedeutet, dass Deutschland ist einmal Weltmeister geworden, jetzt haben sie eine Top-Mannschaft, dass sie das auch irgendwie langfristig so halten können. Und man kann nur darüber spekulieren, wie es im Training aussah. Aber der Punkt ist der, wir denken oft, dass wir unser Level dann halten, wenn wir einfach normal weitermachen.
Ja, man denkt sich ja, okay, wenn die Deutschen jetzt ganz gut trainieren, dann werden die schon wieder sehr, sehr gut bei der WM performen. Nicht zwangsläufig Weltmeister werden, wenn sie es nicht unbedingt wollen, aber schon so Halbfinale auf jeden Fall. Und genau das ist der Punkt. Das genau ist der Punkt. Wenn du gleich gut bleibst, werden alle anderen gleichzeitig besser. Das bedeutet, im Vergleich wirst du schlechter. Und so ist es im Leben immer, in allen Bereichen. Es geht doch gar nicht um Erfolg, um Leistung primär. Es geht um alles. Eine Freundschaft, um die du dich nicht kümmerst, die, mit der du quasi nichts machst, die bleibt nicht gleich, die wird schlechter. Deine Gesundheit, dein Körper, wenn du keinen Sport machst, bleibt dein Körper nicht in der gleichen Form, wird schlechter. Das bedeutet, entweder du machst was und verbesserst dich, oder du machst nichts und verschlechterst dich in allen Lebensbereichen. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Und da soll man jetzt nicht so diesen Druck daraus nehmen, oh fuck, ich muss jetzt unbedingt Gas geben und so weiter, sondern vielmehr einfach, Moment. Was will ich eigentlich in meinem Leben? Will ich wachsen oder will ich, dass alle Lebensbereiche immer, immer schlechter werden? Und sich dann einfach da ganz klar dafür entscheiden, okay, nein, ich will wachsen. Und dann eben zu realisieren, auch ein bisschen kombiniert mit der ersten Erkenntnis. Egal was in der Vergangenheit war, egal ob ich jetzt schon einiges erreicht habe, es geht immer, 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 immer weiter. Und der dritte super entscheidende Punkt, der wirklich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis ist, und zwar besonders bezogen auf die Nationalmannschaft, auf Ronaldo und auf Messi. Und zwar, selbst die Besten sind nicht perfekt. Deutsche Nationalmannschaft hat ja das Motto Best Never Rest. Das heißt, sie betiteln sich selbst ein wenig als die Besten, was ja zu Recht ist, wenn man den WM-Titel im letzten Turnier gewonnen hat. Aber auch die, das war meilenweit entfernt ihre Leistung von perfekt. Das Gleiche gilt aber beispielsweise auch für Ronaldo und Messi. Erstes Vorrundenspiel. Messi verschießt einen Elfmeter und ich glaube, da haben sie ja bloß 1-1 gespielt oder so verloren, ich weiß gar nicht genau. Nee, 1-1 haben sie ja gespielt gegen Island. Und Ronaldo schießt parallel dazu Hattrick gegen Spanien. Und auf einmal ist es wieder so, Ronaldo ist da, Messi ist da. Und dann im letzten Gruppenspiel rettet Messi mit seinem Tor gefühlt Argentinien und Ronaldo verschießt selbst einen Elfmeter. Das heißt, die beiden besten Spieler der Welt aktuell waren definitiv nicht perfekt an einem der wichtigsten Turniere ihres Lebens. Beide haben jetzt wahrscheinlich noch ein letztes Mal die Möglichkeit, den WM-Titel für ihr Land zu holen. Und trotzdem verschießen sie einen Elfmeter, wo man ja jetzt sagen muss von Messi und Ronaldo, da muss man erwarten, dass der zu 98% safe drin ist. Und das ist vielleicht auch vollkommen verständlich, dass man nicht immer perfekt sein kann im Fußball. Aber wir selbst gestehen uns oft unsere eigenen Fehler nicht ein und erlauben uns selbst sehr, sehr selten Fehler zu machen. Und ich finde es so, so wichtig, dass man merkt, Alter, selbst Leute, die Unmengen an Geld mit ihrer absoluten Leidenschaft verdienen, so viel Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit bekommen, dass selbst die Fehler machen, die mit Abstand die Besten der Welt sind, die als Magier bezeichnet werden, als Legende, als Greatest of all time. Selbst die machen in den wichtigsten Momenten Fehler. Das bedeutet, wenn du in deinem Leben mal Fehler machst, wenn du nicht perfekt bist, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist überhaupt kein Hindernis auf deinem Weg zur eigenen Großartigkeit. Und im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die Fehler es ausmachen. Dass dadurch, dass du Fehler machst, du erst besser wirst. Und das ist so entscheidend. Die Besten sind nicht perfekt. Also erwarte es auch nicht von dir selbst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht auch noch aus der WM gelernt habt, was auch eure Meinung vielleicht zur Leistung unserer Jungs ist. Und ja, nehmt diese Erfahrung mit, nehmt die Erkenntnis mit für euer eigenes Leben, damit ihr so selbst euch immer weiterentwickelt. Ich glaube, wir machen euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.